Und willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Eigentlich wollte ich nach der letzten Folge aufhören für heute Nacht. Aber ich bin gerade so schön drin und so ein blödes Kackding müssen wir ja noch aktivieren. Außerdem habe ich nicht abgespeichert. Tö. Also laufen wir noch mal ein bisschen. Aber wohin? Oh, was? Muss ich denn hin? Oh, da liegt ja noch was. Ja, Stasepaar. Muss ich denn hin? Nein, nicht da. So, ich wollte gucken, wo ich hin muss. Hä? Ach, da ist die Tür. Ah. Da ist Tür. Guckst du krass, hier ist Tür. Oh. Echte Tür. Da ist ja noch was. Guck mal. Noch ein Lagerraum. War ich hier schon drin? Ne, definitiv nicht. Hallo? Ich komme in Frieden. Aber ihr wahrscheinlich nicht, ne? Komme ich denn hier hin? Weiß nicht. Textlog. Lesen. Bildet. Logbuch des Captains, Überträger der Erstinfektion. Es ist erst weniger als eine Stunde her, aber die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Das Flight Deck war nach dem Crash des Shuttles als erstes dran. Jetzt ist es bereits fast vollständig verseucht. Wir haben wenigstens die Hälfte der Krankenstation verloren und etwa ein Viertel des Maschinendecks. Vom Frachtdeck und Planetenbetrieb liegen noch keine Informationen vor, was Schlimmes vermuten lässt. So hatte ich das nicht geplant. Tja, es kommt ja immer anders und zweitens, als man denkt. Oder wie ist das nochmal? Da kommt da bestimmt einer durch. Erzähl mir doch keinen Shit. Wo komme ich hier hin? Abbauverwaltung. Guten Tag. Ah, Knoten! Yay! Knoti! Ein Kanoti. Boah, da kommt bestimmt gleich einer durch, wenn ich wieder zurückgehe. Hundertprozentig. Ja, Ripperklingen brauche ich sowieso nicht. Ich könnte aber mal ein kleines Medipack konsumieren. Siehst du? So, dann kann ich auch die blöden Ripperklingen mitnehmen, falls hier nicht was Besseres drin ist. Hm. Aber Ripperklingen kann man ja verkaufen, ne? So, jetzt kommt sowieso hier was durch. Hört ihr den Herzschlag? Oder da? Oder hier? Oder da? Oder an einem anderen Ort? Nicht? Gut, dann gehe ich wieder. So, gut, dass wir nachgeguckt haben. Jetzt geht's hier lang. Boah, jetzt ist auf der Brücke bestimmt schon wieder was. Boah, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Keinen Bock mehr drauf. Eintritt war. Ach ja, da war was. Da kommt jetzt bestimmt was. Hier bleibt er mal artig liegen. So, mach mal Türchen wieder zu. Ende des Vakuums. Wunderbärchen, hier kommt auch gerade nichts, ne? Also speichern wir mal ganz schnell ab. So. Da fällt mir ein. Ach, ich bin ja so doof. Egal. Was mir ist eingefallen, dass ich ja von der ersten Folge, die ich heute aufgenommen habe, dass ich ja für eine vollständige Folge ja schon 5 Minuten hatte. Also wird das voll die lange Folge, so 21 Minuten oder 25 Minuten oder sowas. Eieieiei. Mache ich jetzt noch weiter oder nicht? Hm. Nee, ich höre jetzt hier auf. Dann mache ich für heute hier Schluss. Sind ja wieder 5 Minuten, das passt, oder? Ach Mann, ich weiß nicht. Nee, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Ich möchte jetzt ins Bettchen. Wir haben ja auch schon spät. Wir haben ja schon 2:30. Schmuss und daher. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Beziehungsweise, ich verabschiede mich jetzt gar nicht großartig, weil für euch geht's ja gleich nahtlos wieder weiter. Also, bis gleich. So, zweiter Versuch. Twinkle, twinkle, little star. Ich hoffe, mein Speicherplatz ist jetzt da. Ach so, ja, wir laden natürlich wieder die Trophäen. Die müssen ja immer dabei sein. Also ohne meine Trophäen gehe ich nirgendwo hin. Wieso ging das jetzt schneller als vorhin? Ja, sehr schön, sehr schön. Drohende Vernichtung. Ah, oh Gott, Leute. Warum spiele ich das? Ich habe es ewig nicht gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich müsste eigentlich wirklich bei Null anfangen. Oh, das wird eine witzige Runde. Ihr dürft euch auf ein schönes Let's Fail vorbereiten.
Let's fail, let's fail. Ein Mädchen spielt Dead Space und failt. Ach nee, ist schön, ist schön. Ach, und wusstet ihr übrigens, dass wenn wir Stase einsetzen, dass wir Stase einsetzen sollten, damit unsere Gegner langsamer werden und so leichter zu töten sind? Ja, wusstet ihr nicht? Ja, ich aber. So. Ach du Scheiß, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Ich habe ja jetzt Bioshock gespielt die ganze Zeit. Und das ist ja auf der Xbox. Und jetzt bin ich hier wieder mit der Playsee. Mit den... Boah, ist ja ganz komisch. So, wie ging das nochmal? Zielen? Wie kann ich den nochmal drehen? Nee. Kann ich den nochmal drehen? Nee, so schieße ich, glaube ich, ne? Oh Gott. Leute. Ja. Nein, vielleicht. Dicker, dreh mal. Irgendwo drücken. Nein, der war es auch nicht. Der war schießen. Der war es auch nicht. Der war es auch nicht. Der war nachladen. Ah, nachladen ist wichtig. Ich den nochmal. Nein. Ah! Dreh, dreh, dreh. Ich glaube, so ist aber besser, ne? So. Also so und dann schießen. Egal. Ich fange einfach mal an. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Da lang. Okay. Also ich muss wieder nach oben oder muss ich nach unten? Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt oben oder bin ich jetzt unten? Das Grüne ist das... Ah ne, das Grüne bin ich, ne? Guck mal. Ich drehe mich und der dreht sich mit. Ah ja, gut. Ich bin der Pfeil. Ich muss nach oben. Nach oben ist eigentlich immer gut. Und da muss ich diesen Monorail... Ah, muss ich wieder zum Monorail? Kann das sein? Zur Abbauverwaltung. Boah, ich will dieses Spiel gar nicht spielen. Ich will das gar nicht spielen. Obwohl, das ist eigentlich ganz lustig. Man kann es ja eigentlich gar nicht ernst nehmen. Ich meine, man ist hier auf so einer großen, verlassenen Station. Ach so, ich muss, glaube ich, ganz nach oben, ne? Twinkle, twinkle, little star. Oh, I wonder what you are. Das wäre doch eine schöne Fahrstuhlmusik. Aber dann weiter. Nächste Station. Bahnhof. Letzter Ausstieg für alle Reisenden. Verlegt sich auch. Dann steckt die. Ja, schön. Das lässt ja wieder super tolle Sachen vermuten. Nein, lass mich in Ruhe. Ich find's schon mal scheiße. Wer bist du? Geh weg. Ja, komm nicht wieder. Wer war das denn jetzt schon wieder? Und da leuchtet was. Kann mal jemand die Tür zumachen? Aber jetzt böse, ehrlich. Machen Sie uns wieder ganz. Hallo. Hört auf. Ich werde schon ganz kirre hier. Ein Schema. Energiekanone. Ah, ist die gut? Inventar voll. Wie komme ich da nochmal ins Inventar? So nicht. So komme ich ins Inventar. Inventure. So. Energie habe ich eigentlich noch voll, ne? Komm, wir nehmen mal so einen Stasepack. Kann ich eh sonst nichts mit anfangen. Ich habe da was gehört, Schritte oder sowas. Aber das sind Speicherplätze. Da darf ja eigentlich nichts passieren, oder? Bei Speicherplätzen, das ist doch so ein ungeschriebenes Gesetz, dass an Speicherplätzen nichts passieren darf, oder? Das ist die Safe Zone. Safe-Zone. Safe-Zone. Machen Sie uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Isaac, mach uns wieder ganz. Ganz, ganz dolle. Oh, was übersehen, was übersehen. Konnte ich dann nochmal schnell laufen? Oh, dieses Klicken und Zischen und... Ein Audiolog, huch! Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Mist. Wie doof mache ich denn die Dinger auf hier? Ah, ich stand nur nicht richtig davor. So, so. Ich habe gar nicht zugehört. Scheiße, was hat der erzählt? Naja, war bestimmt nicht wichtig. Irgendwas mit Hydrostation, das habe ich nicht. How about the world so high? Ach du Scheiße! Ah! Ah! Geh weg! Ah! Gibt's ja immer noch. Wer bist du? Nein, nicht die kleinen Biester. Scheiße. Gib mir eine andere Waffe. Ja, die, genau.
Na holla, die Waldfee, das geht doch nicht. Vera hat das Spiel jetzt ewig nicht gespielt und ihr kommt direkt mit so einer Scheiße hier. Aber ehrlich mal jetzt, Leute, Freunde der Sonne. Ich nehme aus Versehen immer wieder Heilungsdinger, weil ich immer die verkehrten Knöpfe drücke. Plasma-Energie. Ja, nimm das. Plasma-Energie ist toll. Impulsprojektile brauche ich nicht. Egal, nehme ich trotzdem. So, lass da mich jetzt hier in Ruhe. Bäh, du dickes Ding, hau ab. Ich dachte, hier wäre ich schon mal gewesen, aber scheinbar scheint es nicht so der Schein zu sein. How about the world so time? Ich dachte, das wäre eine Werkbank. Ich will nichts Plot-Spezifisches machen. Na gut, komm, ich bin mal nicht so. Asteroidenabwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sicher an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug um und gehen Sie zum Kanonenschacht. Digga, meinst du, das ist echt eine gute Idee, mich an so eine Kanone zu setzen? I would say no. Was ist das? Zugang zum Schiffsäußeren. Och nee. Warte. Wie renne ich denn nochmal? Ich hab vergessen, wie man rennt. Ah, jetzt. Ich hab mich erinnert, wie man rennt. So. Speichern. Ich bin Speicherluder, ich muss speichern. La 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 la. Like a diamond in the sky. Ging das andere Lied nochmal mit Diamonds. Diamond, like diamonds in the sky. Schein breit, like a diamond. Ja, genau, Leute. Spaß, Spaß, Spaß. Hört gar nicht mehr auf. Nein, nachladen. Danke. Like a diamond in the sky. Lager. Hier kommt doch gleich noch was hin. Ich trau euch nicht. Ihr habt doch was im Sinn. Ich traue euch doch. Was ist das? Plasma Energy. Yes, yes, yes. Do it, do it, do it. Lalala, lalala. Was haben wir hier? Staralenmunition. Guti gut. War's das? Map, map, map. Map, map, map. Kein Anschluss unter dieser Vorwand. Was sind das hier für komische. Gefällt mir gar nicht. Buenos dias. Ich bin Pablo, Ihr persönlicher Fahrstuhlboy. Gefallen mir gar nicht diese Dinger. Lässt auf Nahkampf vermuten. Klick, klack, klick, klack. Hier ist sogar so Leerraum. Tick, klack, klick, klack. Like a diamond. Oh ne, in the sky. Ich have a look mal on the map, mit der ich immer noch nicht umgehen kann. Ich drücke mal die Steuerkreuze, ist ja total. Ne, die Steuersticks. Ach du Scheiße. Ich muss jetzt über die Hülle laufen, richtig. Ich versinne mich. Denk nicht mal dran. Hau ab! Wer auch immer du bist. Isaac, Sie müssen über das Schiffsäußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden. Sehen Sie sich nach der Kuppel, bevor Sie in Stücke gerissen werden. Ach so. So ist das, so ist das. Ja, Leute. Luftkanistermittel. Scheiße, den brauche ich jetzt aber, glaube ich. Ihr dürft euch schon mal darauf gefasst machen, auf ein wunderbares Let's Fail von mir. Wobei ich ja gestehen muss, selber habe ich das noch nie gemacht. Ich habe immer nur zugeguckt. Was ist das? Ripperklingen brauchen wir nicht. Wie können wir die rausschmeißen? Entfernen. Richtig. So. Ich will den Luftkanister haben. So. Rennen war nochmal. So, okay. Ja gut, komm. Wir sind ja nicht so. Boah,
ist das hier. Aber ich muss sagen, Leute, die Atmosphäre hier, die ist so genial. Die ist so gruselig mit jedem Raum. Es ist so geil. Alles dunkel, alles düster, alles grau, alles bläh. Warning. Zero Gravity. Zero. Zero Gravity. Eintritt Vakuum. Okay. Eintritt Schwerelosigkeit. Wir rendern mal, ne? Achtung. Die... Mehrere Einschläge an der Steuerbordhöhle registriert. Achso, da muss ich mich, glaube ich, immer hinter diesen Dingern verstecken. Schaffe ich es noch bis zum nächsten? Ich weiß es nicht. Nein, nicht. Scheiße. Nee, war ein Spaß. Schön. Schön ist es, schön. Ach ja, und wenn ich mir neue Uniformen im Shop kaufe, um meine Inventarslots und die Panzerung zu verbessern, das wäre natürlich, ist ein Tipp, ne? Aber jetzt nur so von mir als Insider. Und Isaacs Kommentare im Aufgabenbildschirm muss man auch ab und zu überprüfen, um zusätzliche Informationen irgendwas. Oh, das ist aber ein nettes Spiel. Ich muss ja gar nicht selber laden. Ja, sehr schön. Das macht das Let's Fail natürlich einfacher. So, 90 Sekunden. Sollte es zu schaffen sein, oder? So, Digga, komm. Achtung. Go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Isaac, go. Huch. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. So, Digga, komm. La, 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 la. Laufen, 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 laufen. Ach, dann wird's so schwarz kurz. Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Jetzt ist es wieder schwarz geworden. Das ist so gemein, man hat echt kaum Zeit. Autsch. Sieht immer so böse aus. Guck mal, ich bin ja gleich da, oder? Ist das nicht schon das, wo ich hin muss? Warte ich jetzt hier noch? Ja, ich warte hier noch lieber. Wie viel Luft hast du noch, Dicker? Ja, geht noch. Komm, 30 Sekunden. Hält's aus. Like a diamond in the sky. Auf zu röcheln. Sei ein Mann, keine Maus. Ja, ist ja gut, komm. Bevor du jetzt anfängst zu flennen. Was, während du ins Inventar guckst auch? Das ist aber gemein. Nein! Muss doch, scheiße. Ja, ich guck schnell. Luftkanister, Luftkanister, benutzen. Ja, ich wusste es. Jetzt kommen wieder Explosionen und alles. Und ich bleib jetzt hier hinterstehen. Ja, komm, einmal wirst du wohl nur aushalten, Digga. So, jetzt schnell. Go, go, go. Mach auf, mach auf, mach auf. Ende der Schwerelosigkeit. Geh rein, geh rein, geh rein. Ja, komm, schnell. Mach Tütze. Ende des Vakuums. Na, hui. So, kann man hier speichern? Jawoll, ja. Sehr schön. So ein Let's Fail war das jetzt gar nicht. Ich bin positiv von mir selber überrascht, muss ich sagen. Mit der Kanone werde ich jetzt in dieser Aufnahme auch nochmal versuchen. Worauf stehe ich da gerade? Ein Halbleiter Rubin. Nein, ich will nicht speichern. Ich will den Halbleiter Rubin aufnehmen. Weg, weg, weg. Möchten Sie den Speichervorgang abbrechen? Ja. So, den habe ich jetzt genommen. Oh, das wird nichts. Satz mit X, Leute. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Komm, Isaac, du schaffst das. Genau, Isaac. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hüllenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Boah, solche Spiele konnte ich noch nie. Noch nie! Noch nie! Ich konnte so diese Spiele noch nie. Metroid und sowas. Wobei bei dem Spiel Vision, was ich auch schon mal jetzt angefangen habe, ich fange an zu schreien, weil das hier so unglaublich laut ist. Da gab es auch so ein Spiel, da war ich auch nicht so schlecht, aber ich glaube, das war nicht so schwer. La 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 la. Oh nein, es kann nicht zu heiß sein, erzähl mir doch nichts. Es geht hier um Leben und Tod. Ja, gut, du gehst
ist vorbei, du bist auch vorbei, du aber nicht, du auch nicht, du auch nicht, ach du Scheiße, du auch. Eine Minute? Hallo, wir haben keine Minute mehr. Ah! Oh, 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 Leute, wir werden alle sterben. Leute, wir werden alle sterben. Ich hab das Ding gleich repariert, nur noch einen Moment. Ja, nee, den habe ich leider nicht mehr. Tut mir leid, dann müssen wir das gleich nochmal versuchen. Ja, ich weiß, Schatzi, wir werden alle draufgehen. Komm, verarsch mich nicht. 10, 3, 2, 1, boom! Scheiße. Oh, ich hab voll geschrien, sehe ich gerade. Es war so unglaublich laut. Boah, muss ich mal leiser drehen beim Schneiden. Boah, das war echt so laut. Boah, sowas mag ich nicht. Wie gesagt, bei solchen Spielen bin ich immer total schlecht. Also, jetzt bin ich da total schlecht. Ich trinke mal einen Schluck. Nom nom nom. Weiter geht's. La 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 la. Genau, Isaac. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Oh, behalten Sie die Höhenintegrität im Auge. Ach, ich hab zwei! Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Schon vorher gesagt. Bei unter 50%. Genial ist das denn? Also der Let's Player, bei dem ich das Spiel mal geguckt habe, der war echt weitaus schlechter. Jetzt bin ich stolz auf mich. Jetzt bin ich stolz auf mich. So. Warning. Zero Oxygen. Oh nein. Mache ich das noch? Nee. Unsere Zeit ist abgelaufen. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, der macht es ein ganz klein bisschen besser als ich. Schnell speichern. Dann wird es vielleicht auch mal kurz ein bisschen leiser wieder. Oh, diese Stille. Herrlich, herrlich. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Dann lasst mir doch gerne einen Kommentar, wie ihr es gefunden habt. Kommentar gefunden, habt. Positiv, negativ. Wenn es euch gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben. Vielleicht hinterlasst ihr mir ja sogar einen Kommentar. Ja, oder vielleicht auch ein Abo. Ist schon spät.
Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space. Bis dann. Tschüss.